Was geht ab, Freunde? Wir kommen direkt zur nächsten Reaction für heute. Und zwar zu dem neuen Song von Alex und Bones. Und zwar Auf mein Fahrrad. Heute allerdings leider nur bei Spotify und ohne Musikvideo. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich wollte es mal erwähnt haben, Freunde. Ja, ansonsten, wie schon beim letzten Video gesagt, kommentiert gerne unten rein, was ihr für Videos sehen wollt. Ich habe noch nicht den krassen Überblick, welche Songs alles rauskamen, hab irgendwie verpennt nachzuschauen. Und ja, deswegen helft mir gerne, schreibt rein, was alles rauskam. Und dann wird das nächste Video entweder noch später online kommen oder erst morgen, je nachdem, irgendwie so. Ja, lasst Like und Abo da, wir starten rein in den Song. Ich bin gespannt, let's go. Schnapp auf der Ladefläche, alles gut verpackt, ich lass Taten sprechen. Der arrogante Typ mit Cannabis-Lächeln macht deinen Monatslohn an einem Tag mit Päckchen. Oh, ich trag das. Okay, wir haben einen nice Einstieg von Alex mit dem ersten Part. Also, Song beginnt nicht mit der Hook. Ich denke, wahrscheinlich wird Bones dann die Hook in dem Fall machen und ja, wahrscheinlich den zweiten Part, denke ich mal. Ja, nicer Einstieg. Ich finde, Alex passt sehr gut auf den Beat. Der letzte Song war dieses eine Feature, das war ja so Drill-mäßig gewesen. Finde ich, hat gut zu ihm gepasst. Also, er hatte da auch so, da habe ich gar nicht drauf reagiert, glaube ich. Ja, da hatte er auf jeden Fall so ein bisschen auch generell, wenn man das mit den anderen Sachen, die man häufig hört, was Drill angeht, ja, so ein bisschen anderen Stil gehabt. Finde ich, hat gut zu ihm gepasst. Heute jetzt halt wieder so, wie man ihn kennt, sag ich mal. In der Prada, sie wissen das. Es macht Klick, Klack, Pau, keine Wissenschaft. Doch für dich langt, flache Hand ins Gesicht geklatscht. Ich bin bekannt, fahr durchs Land und bin dicht gepafft. Das hast du nicht gedacht, zack, fällt dein Kartenhaus. Atme ein, atme aus, alle warten drauf. Der Erste, der was Falsches sagt und es artet aus. Das ist der Grund, warum ich Kusch aus den Staaten brauch. Oh, okay, nice. Nice, Mann. Bones, wie gesagt, macht die Hook, habe ich mir ja schon fast gedacht gehabt. Ganz kurz noch, bevor wir zur Hook kommen, wir hatten da so DJ-Stops drin. Genau. Hört man zurzeit häufig, also vor allem immer am Ende von den Songs. Gerade scheinbar beliebtes Stilmittel, generell. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt so paar Sachen, einer macht's vor und plötzlich macht das jeder. Wobei es nicht schlimm ist, weil, wie gesagt, klingt, finde ich, immer nice, passt gut rein in die ganzen Songs. Ja, also nicht negativ gemeint. Ruf die Polizei, aber wenn die Polizei kommt, sind wir schon weg. Ganze Bude voller Qualm und wir wandern deine Mama einfach in ihren Bett. Fahre high auf mein Fahrrad, auch ein Cherry Pie auf mein Fahrrad. Hey, 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 komm bei dir vorbei auf mein Fahrrad, verkaufen wir ein Stein auf mein Fahrrad. Hey, 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 LX. Aber ich muss sagen, geile Hook. Okay, warte, komm, wieder Alex? Ich dachte, Bones macht vielleicht den zweiten Part, okay. Rockwest Original, renn ruhig, doch ich mach dich fest auf ne Zahl. Summe X, und da hilft auch kein Hundeblick, selber schuld. Doch sowas klärt man unter sich. Du willst die 1-1-0, doch du wirst eingeholt. Knips, knips, plötzlich. Man muss einfach so sagen, der Beat ist wie für beide, gut, ist auch für beide gemacht, aber beide passen sehr, sehr gut drauf. War eine geile Hook von Bones, hat mir sehr gut gefallen. Und der Einstieg auch im zweiten Part von Alex, auch wieder nice. Vor dir dein Idol, du siehst die Skimaske, siehst mich Weed puffen. Ich stopf dein ganzes Geld in die Louis V-Tasche. Guck, wie ich's fließen lasse wie eine Gießkanne. Wie ein Fass ohne Boden und es geht nicht. Guck, wie ich's fließen lasse wie eine Gießkanne und dann dieser Wassersound dazu, nice. Alle, du verrätst deine Brüder in Sachen Weed-Handel. Ich würd für meine Brüder ein Projektil fangen. Ruf die Polizei, aber wenn die Polizei kommt, sind wir schon weg. Boah, hey, ich schwöre, sehr geile Hook, Mann, ehrlich. Finde ich, haben die gut aufgeteilt. Ich finde, Bones ist einfach, was Hooks angeht, generell mega stark natürlich. Und ja, wir hatten auch zwei sehr gute Parts. Ich weiß nicht, jetzt wird wahrscheinlich nicht, nee, wird nichts mehr kommen von Bones irgendwie. Ja, hatte dann insofern nur die Hook, aber dafür auf jeden Fall geil. Okay, geil, Mann. Auch noch so ein Voice-Sample mit drin und hat eben diese DJ-Stops. Ich hab's vorhin noch gesagt, häufig auch am Ende von den Songs, auch bei dem hier. Geil, Mann. In my rearview mirror, it's the motherfucking law.
Okay, sehr nice, Freunde. Wir machen an der Stelle hier wieder Pause. Nicht, damit es dann wegen dem Beat noch gesperrt wird. Ich würde sagen, das war's mit dem Song hier. Kommentiert gerne unten rein, was ihr dazu sagt. Mir hat er sehr gut gefallen. Ja, ist auf jeden Fall auch schon bei den Lieblingssongs mit drin, wie ihr gesehen habt, wahrscheinlich, glaube ich, gerade. Und ja, ansonsten, wie gesagt, liken, abonnieren und wir sehen uns dann, denke ich mal, morgen wieder oder später mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.